Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Assassin's Creed 3. Und wir gehen mal zu diesem leuchtenden Mann. Ah, Warnung, Pferd. Ja, wir sind jetzt hier. Also, was ist dein Gewinn bei all dem? Derselbe wie deiner. Frieden, Stabilität. Ein Land, in dem alle Seite an Seite leben. Frei und gleich. Dann schließ dich doch der Bruderschaft an. Mein Vater war ein Assassin. Und ein recht guter dazu, soweit ich weiß. Aber ich hoffe, eines Tages Kinder zu haben. Es ist schwer, in zwei Welten gleichzeitig zu leben. Also entschied ich mich für einen. Ich verstehe. Ich helfe immer noch, wo ich kann. Deshalb sind wir jetzt hier. Ja, und nochmal herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ja, und wir sind jetzt in New York angekommen und müssen wahrscheinlich zu George Washington, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Und es ist aber auch wahrscheinlich, dass ich mich hier verschätze, denn für mich ist es schon etwas länger her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Und ja. Was kannst du mir über Thomas Hickey sagen? Er war der Kopf eines Fälscherrings hier in der Stadt. Finde den Sitz seiner Organisation. Wir lassen ihn verhaften. Vom Gefängnis aus kann er dem Commander nicht antun. Weißt du denn, wo er ist? Nicht exakt, aber ich habe eine Idee, wo wir die Suche beginnen. Ah, wunderbar, dass unsere Verbündeten immer Ideen haben. Das ist sehr gut. Wir müssen also Thomas Hickey finden und eliminieren. Das wird lustig. Bestimmt. Hoffen wir es mal. Ach, warum müssen wir denn so lange reiten? Es ist doch langweilig. Wenn ich jetzt absteige, habe ich einen Desync. Wenn ich weiterlaufe oder reite, wird's langweilig. Das ist doof. Hallo? Warum redest du nicht mit mir, du böser Junge, du? Ja, aber hier das New York der alten Zeit. Natürlich auch, wie immer, belebte Straßen, wie es jetzt schon ist, und eine Es gibt Gerüchte Zwischensequenz. über Falschgeld aus dieser Gegend. Zweifellos stammt es von Thomas. Was soll das? Das ist kein Geld, nur buntes Papier. Du hast mich zum letzten Mal betrogen. Wache! Na, schau an. Einer seiner Schergen. Dem Fälscher verfolgen. Ja, na dann machen wir das mal. Ich weiß, Captain Obvious lässt grüßen, aber ich sag es lieber, vielleicht habt ihr es nicht gewusst. Ups. Und wir klettern wieder hoch, schauen ihn an, dass ja nicht die 15 Sekunden verstreichen, die wir nur noch haben zum Verfolgen. So. Und da sägt einer gerade an seinem Holzbein. So. Lalala. Der sieht uns nicht. Nein. Wir stehen ja nur direkt hinter ihm. Oh, jetzt sieht er uns. Und. Oh, das stimmt doch gar nicht. Der hat uns nicht gesehen. Das ist eine Lüge. Immer diese Lüger, echt, ey. Ups. So, jetzt haben wir nochmal einen Versuch und diesmal bekommen wir das hin. Hoffentlich. Weil ich habe jetzt wenig Lust, diese erste Mission der neuen Aufnahme 50 Milliarden Mal neu zu machen. Deswegen wäre es von Vorteil, wenn wir die direkt jetzt schaffen. Hallo? Jetzt habe ich mal einmal nicht hingeguckt. Du böses Assassin's Creed, du. So, jetzt dürft ihr uns nicht sehen. Aber wir sehen ihn wie immer. Ah, er leuchtet auch gelb. Ich glaube, er hat die Gelbsucht. Oh Gott, war der schlecht. Nee, eigentlich nicht. Ich fand ihn gut, aber ja, ein bisschen Niveau sollte schon noch dabei sein. So, und wir machen einen Todessprung in einen Heuhaufen. Total unauffällig. Total unauffällig. Oh. Was passiert? Wird er bestohlen?
Ist es eine Rangelei um Liebe? Oh, nee, das ist eine Schlägerei. Aber wir sind nur dritter Beobachter. Und lassen ihn einfach machen. Upsala. Ich möchte nicht in Connors Gesicht gucken. Ich möchte den netten Herrn hier verfolgen. So, mal geschwind untertauchen. Wer sagt hier Hurenbock, Alter? Sei mal ein bisschen netter. Benutz nicht immer solche Schimpfwörter. So. Wir warten und warten. Und jetzt können wir hinterher. Aha, aha, aha. Ich glaube, der geht in die Wiese pinkeln. Upsala. Oder geht er nicht pinkeln? Oder doch? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Und er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Der liebe, nette junge Mann. Na, was machst du? Was machst du? Ja, das ist halt das Unschöne bei Assassin's Creed allgemein. Wenn man jemand verfolgt, das dauert halt ewig. Teilweise. Aber dazu ist Assassin's Creed da. Zum Jagen. Zum Aufspüren. Und wir haben den Kreis gefunden. Erforderliche... Ups. Eine stationäre Belauschung durchführen. Shit, wir kommen da nicht hoch. Du hast mich nicht gesehen. Du siehst mich nicht. So. Nein, du siehst mich nicht. Jetzt. Lass mich belauschen, bitte. Redet. Endlich. Hä? So. Okay, okay. Also, ich habe nicht viel mitgehört, denn die Hintergrundmusik war ein bisschen zu laut. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder einem Fälscher folgen. Oh, nicht da lang. Hey, sondern hier lang. Ja, diese erste Aufnahme von Assassin's Creed nach einer längeren Pause besteht nur aus Folgen. Ha, ha, ha. Oh Gott. Das ist ja schon fast... Oh, schlechter Witz. Schlechter Witz hoch 10. Diese Aufnahme besteht nur aus Folgen. Ha, 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 ha. Oh Mann, Stefan, du hast's drauf. Nicht. Jetzt lauf doch schon zu, Junge. Oh, Junge, lauf zu. Dankeschön. Das ist immer der Nachteil. Der braucht sehr lange, bis er weiterläuft. So, weiter geht's. Echt? Auf was denn für ein Treiben? So, was macht der junge Herr jetzt? Hallo? Sprich nicht mit mir. Hä? Ah, der versteckt sich. Oh. Ja, ich hoffe mal... Die ignorieren mich, die zwei. Ja, ja, wunderbar. Die haben mich ignoriert. Alles wunderbar. Und wir folgen weiter dem Verfälscher. Dem Fälscher, nicht dem Verfälscher. Oh, oh. Ja, ich gehe ja schon weg. So. Shit. What the heck? Hä? Da ist jetzt mal spontanst einer gespawnt. Also ich verstehe diesen Spawn-Algorithmus der NPCs mal überhaupt nicht. Wieso, weshalb, warum... Oh, war das nicht ein geiler Stunt? Das war ein geiler Stunt. Oh, shit. Aufs Dach, komm, schnell, 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 Connor. So. Oh, fuck. Ah,
Okay. Durch eine mobile Belauschung. Ah, shit. Das haben wir jetzt leider nicht geschafft. Verfolgen und die... Wir müssen denen jetzt einfach hinterherlaufen, da ich natürlich die mobile Belauschung nicht geschafft habe. So ein Kack. So, wir folgen ihnen dann einfach mal. So. Naja, jetzt haben wir wesentliche Informationen nicht bekommen, aber das passiert ab und zu mal. Und die Kinder gehen mir gerade auf den Sender, deswegen hier. Nehmt das Geld und lasst mich in Ruhe. Du Kleiner auch. Und kurz unter die Menge mischen, falls sie sich umdrehen, damit sie uns nicht sehen. Denn wir werden ja sofort unsichtbar, wenn wir innerhalb von 3 Personen stehen. Das wäre voll cool, wird es in der Realität funktionieren. Und eine weitere Cutscene. Oh oh. Oh yeah. Was soll das? Thomas Hickey. Thomas Hickey? Vielleicht. Maybe. Was geht's dich an? Sollte dein Orden nicht ausgelöscht sein? Schätze, dann muss ich das richtig stellen. Pack den! Du feiger Hund. Bam! Und der Erste ist tot. Und wir verfolgen Thomas Hickey. Den Fälscher. Noch einer! Wie, noch einer? Wir sind einer von den Netten und Lieben. Verdammt, ich muss ihn kriegen, ich muss ihn kriegen. Niemanden rammen und schubsen. Ah, ich hasse diese Mission. Mach dich vom Acker, Mann. Das ist mein Geld. Ah, das habe ich schon im, wo ich Solo gespielt habe, gehasst. So, ich hab dich. Das kürzen wir etwas ab. Arschloch. Halt still. Du stiftest kein Unheil mehr. Du bist ein Narr. Mischst dich in Dinge ein, die du nicht verstehst. Washington ist das Einzige, was die Kontinentalarmee zusammenhält. Tötest du ihn, stirbt auch jede Hoffnung auf Freiheit. Falsch, Bursche. Ohne ihn ginge die Verantwortung über an Lee. Und dann? Ihr seid beide verhaftet. Oh, shit. Kommt, fordern ein kleiner Streitofficer. Ist nicht kriminell, wenn 2 Männer ihren Twist auf altmodische erklären. Können wir uns nicht... Still! Aufgrund welcher Tat? Falschmünzerei! Damit hatte ich nichts zu tun. Natürlich! Ja. Hör zu, jetzt wird ein falscher Mann. Au! Diese Wichser! Etwas auf die Seite legen. Leider nicht komplett, aber ich habe ja schon gesagt, kein 100% Let's Play. Das wäre schon viel zu viel. Und eine weitere Cutscene. Connor. Du siehst scheiße aus. Du hast mich vermisst, Süßer. Oh, sowas von. Was? Nichts zu sagen? Wenn du hier bist, ist Washington sicher. Wahr, wahr. Aber ich glaube, ich wurde gerade begnadigt. Lee. Vielen Dank für die Rettung, Jason. Es dürfen keine Fehler mehr passieren, Thomas. Ist das verstanden? Ja, natürlich. Was ist mit dem Assassinen? Ja, er ist hier. Direkt in der Zelle neben meiner. Wir haben wohl doch nicht alle erwischt, was? Kümmert euch drum, Charles. Sofort, Sir. Was machen wir? Du bist der Bursche vom Kontinentalkongress. Adams, kleiner Schoßhund. Ich habe da eine Idee. Ja. 2 Fliegen mit einer Klappe. Erzähl. Wenn die Zeit reif ist. Der Assassine wird uns schon nicht davonlaufen. Zunächst sollten wir dir eine bessere Unterkunft suchen. Was redest du da? Ich dachte, ich komme hier raus. Ich fürchte, du kommst ein Weilchen nicht raus, wegen Benjamin Talmadge. Er zerreißt sich das Maul, erzählt alles Mögliche. Du wirst verdächtigt, einen Anschlag auf George Washington. Dun, dun, dun.
Was für ein Plappermaul. Ich dachte, ihr kümmert euch darum.